Es wird schuldig gemacht, weil schuldig sein und schuldig gemacht werden sind zwei verschiedene Dinge. Die EU hat versagt, als Solidargemeinschaft einem schwächeren Partner unter die Arme zu greifen. Und Deutschland, Österreich und andere Exportnationen haben glänzend davon gelebt, Leuten und Nationen Dinge zu verkaufen, die sie sich nicht leisten konnten. Die EU hat Schulden machen gefördert und Produkte abgesetzt. Die griechischen Schulden sind unser Gewinn der letzten Jahre. Und heute Griechenland sozusagen zu fordern, selbst diesen Schuldenberg abzutragen, der bei uns als Gewinn verbucht worden ist, das ist eine solidarische Entgleisung, eine Katastrophe. Griechenland ist Sündenbock und ist gemacht worden. Die Katastrophe geht wahrscheinlich in eine Verschärfung der politischen Struktur in Europa. Das, was wir jetzt als Krise wahrnehmen, als Verknappung, als Verarmung neuer Gesellschaftsschichten, wird wahrscheinlich dazu führen, dass den rechten Demagogen Wähler vor die Flinte getrieben werden, die nach totalitären Änderungen rufen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in den letzten 8 Jahren die Bereitschaft, nach dem starken Mann zu rufen, von 1% auf 9% gestiegen worden ist. Es wird gefährlich. Politisch gefährlich. Es ist damit zu rechnen, dass Francis Fukuyama Recht bekommt, der von einem Clash of Cultures spricht, dass sich die Geschichte auf ein Ziel hinzubewegt, dass es quasi ruppiger wird, dass Arm gegen Reich aufgewiegelt wird. Das ist alles nicht notwendig. Wenn wir umverteilen und wirklich solidarisch sind, ist das alles nicht notwendig. Ja, ich befürchte, sie ist unbequem. Sie ist extrem unbequem, oder wie man das in England so schön sagt, all great truth start as blasphemy. Und das Blasphemische lautet, Kapitalismus, wie er gelebt worden ist seit Adam Smith, ist schlicht und ergreifend falsch. Er baut auf Zins auf, Zins und Zinseszins führt zu exponentiellem Wachstum. Exponentielles Wachstum in einem abgeschlossenen System führt zum Systemkollaps. Denn wenn man sich einen biologischen Körper anschaut, gibt es exponentielles Wachstum nur einmal, das ist Krebs. Und die Wirtschaft leidet aktuell unter Krebs. Und der Lösungsweg wäre, Zinsen neu zu diskutieren, vielleicht eine Währung einzuführen, die gar keinen Zins gebiert. Euros sollen keinen Nachwuchs bekommen. Das wäre arbeitsloses Einkommen. Das ist nicht wirklich zu haben. Und der Hauptlösungsansatz lautet, wir müssen Schulden streichen. Ein solidarischer Gewaltakt wäre, Griechenland die Schulden einfach zu erlassen. Das würde einigen Leuten sehr, sehr wehtun. Das sind aber auch die, die die Krise verursacht haben, um es einmal beim Namen zu nennen, die meisten europäischen Großbanken. Dort sitzen die Lausbuben. Nein, das gibt es ganz sicher nicht. Im Moment gibt es ein Europa der Institutionen, die grundsätzlich Menschen repräsentieren sollten, so der Grundgedanke der Demokratie, so wird es nicht gelebt. Heute wird von der EU nach Griechenland Geld überwiesen, um Griechenland zu schützen, ein Griechenland-Paket. Wer daran glaubt, ist selber schuld und naiv. Es gibt keine Griechenland-Hilfe, denn die EU-Hilfe, die nach Griechenland überwiesen wird, sichert ausschließlich die Gläubigerinteressen von Banken ab, die Geld an Griechenland verborgt haben. Also streng genommen hätte die EU das Geld an die Deutsche Bank oder welche Bank auch immer direkt überweisen können, ohne den Umweg über Griechenland zu wählen und die Leute nicht dort zu gängeln. Eine Griechenlandhilfe für Menschen in Griechenland, für Männer und Frauen in Griechenland, die gibt es nicht. Es kommt dort ja nichts an. Historisch gesehen funktioniert eine Staatengemeinschaft nur dann, wenn ein gemeinsames Problem gemeinsam gelöst worden ist. Vielleicht ist die aktuelle europäische Krise überhaupt der Anlass, überhaupt eine EU als Gemeinschaftlichkeit durchzudenken. Aber ein von außen oktroyierter politischer sozusagen Netzwerkgedanke, der ist eine Missgeburt an sich, weil Sie können ja nicht davon ausgehen, dass Sie einen entwickelten Staat, ökonomisch entwickelten Staat wie Deutschland, mit einem ökonomisch weniger entwickelten Staat wie Spanien, Portugal oder Griechenland in einen Topf werfen, um einen Reifungsprozess anzustoßen. Das ist so, wie wenn Sie 10-jährige Mädchen mit 60-jährigen Männern verheiraten, damit die schneller reifen. Das ist Pädophilie und das ist letztendlich auch bei der EU passiert. Zu schnelle Vereinigung. Es kommt davon, wer jetzt wirklich in dem Publikum sitzt, aber ich gehe davon aus, Leute, die ähnlich linksorientiert sind, wie das erstaunlicherweise auch ein Vermögensverwalter sein kann und sein muss. Die Botschaft muss lauten und fällt bei euch, die da jetzt zuschauen, wahrscheinlich auf fruchtbarem Boden. Solidarität, ein Neudenken des Kapitalismus, ein vehementes Infragestellen des Wachstumsgedanken,
ein Infragestellen von Zins als Instrument. Und wichtig ist, es müssen Leute miteinander reden. Wir brauchen wieder ein Europa der Menschen und nicht ein Europa der Institutionen. Ein Österreicher soll mit einem Griechen ein Geschäft starten. Ein Geschäft, das echte Produkte für echte Menschen und echte Bedarfsstrukturen abdeckt. Wir brauchen echte Wirtschaft und keine Virtualität. Also Leute, werdet wieder echt. Das wäre meine Botschaft.